Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Darkest Dungeon. Ja, im letzten Part haben wir Nervenkitzel pur gehabt, zumindest ich hatte Nervenkitzel pur. Und jetzt ist es für uns an der Zeit, uns auf den Weg zum Boss zu machen. Und ich sehe gerade, wir haben uns eine Gruppe zusammengestellt beim letzten Mal. Die ist sogar, ich weiß jetzt nicht genau, was die Titel zu sagen haben. Die Gruppe nennt sich auf jeden Fall die Seelenfänger. Vielleicht kriegen die irgendwelche Boni, weil wir die Gruppe halt mit der Konstellation zusammengebaut haben. Ich weiß es nicht so ganz. Aber ich würde sagen, wir rüsten uns jetzt erstmal aus für die Schlacht. Und Abwehr maximales Lebensschaden. Ne, Schaden verringern sollte ich jetzt an dieser Stelle eigentlich nicht. Erhaltene Heilung nehmen wir auf jeden Fall. Das muss sein für ihn, weil da führt einfach kein Weg dran vorbei. 33% erhaltene Heilung finde ich jetzt nicht so schön. Wobei, da kriegen wir 30, dann wäre 3%, hätten wir ausweichen dann noch. Hm. 8 ausweichen, wobei ausweichen kann der gar nicht. Abwehr hat er auch nicht wirklich. Geschwindigkeit, der ist so langsam. Und besessen von Sauberkeit. Da müssen wir aufpassen, dass er nicht wieder sich in den Pfützen planschen will. So, wir schauen nochmal. Schaden gegen Menschen brauchen wir jetzt hier nicht. Widerstand gegen Schaden. Und ausweichen. Nehmen wir den. So, haben wir da schon mal den Schaden soweit dahingehend erhöht. Wir gehen zum nächsten weiter. Was hat er? Schaden, Fernkampffähigkeiten. Widerstand gegen Betäuben. Das nehmen wir mal. Präzision, Chance. Was haben wir in den Fern? Plus Präzision, Fernkampffähigkeiten. Schaden gegen Menschen. Ausweichen. Widerstand gegen Bewegen. Maximales Leben erhöhen. Aber dafür Geschwindigkeit verlieren. Widerstand gegen Bluten. Geben wir ihm noch Entschärfen von Fallen, oder? Na, weiß ich nicht. Doch, müssen wir machen. Machen wir so. So, als nächstes dann die Hexendoktorin. Hexendoktorin im Widerstand gegen Krankheiten. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber ich will Chance auf Gifthauchfähigkeiten. Widerstand gegen Krankheiten, will ich das haben? Ich weiß nicht. Dass wir Geschwindigkeit auch senken. Widerstand gegen Krankheiten. Nehmen wir Widerstand gegen Krankheiten noch mit. So, und du kriegst... Ich bin am Überlegen, ob wir die Heilfähigkeiten erhöhen sollen. Erhaltene Stresslinderung. Dorf nur beten. Dorf trinken... Was? Darf im Dorf nicht beten. Heilfähigkeiten um 30 erhöhen. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Die kriegt dann zwar mehr Stressschaden, aber vielleicht überleben wir es, ja? Und ansonsten die Chance auf Erkunden noch erhöhen oder mehr Leben der geben? 10% maximales Leben, was wären das? Ah, das lohnt sich nicht. 2 Punkte. Das lohnt sich nicht. Oder Chance auf Gruppe überraschend verringern. Wobei, wir werden relativ selten überrascht, ne? Ach komm, machen wir es so. Chance auf Erkunden. Jetzt haben wir Geschwindigkeit 4, 6 ist das höchste, der Hexendoktor. Das ist eigentlich ganz gut. Jetzt müssen wir nur noch mal eben kurz die Fähigkeiten angucken. Was haben wir hier? Nur selbst, Verlust von 20% LP, alle Gefährten, Stress wird um 20 gelindert, Stress wird um 15 gelindert. Ist nicht schlecht. Was ist das? Nur Selbststress wird um 20 gelindert, Präzision und kritischer Treffer werden erhöht. Eingefährte Stress wird gelindert. Okay. Nächtlicher Hinterhalt finde ich gut. Okay. Kann man machen. Was haben wir hier? Nur selbst, Stress wird um 10 gelindert, Heilung um 20%, Vergiftung des Ziels wird entfernt, Bluten des Ziels wird entfernt und 10% Präzision.
Krankheit des Zieles wird entfernt. Plus 20% Widerstand gegen Krankheiten und Stresslinderung. Okay. Wenn gläubig, verhindert nächtlichen Hinterhalt alle Gefährten. Wenn betroffen von sterblichen Schwächen, Heilung um 50%. Wenn getroffen von Sterblichkeitsschwächung, Stress wird um 50% gelindert. Ist jetzt nicht so pralle. Allerdings haben wir hier noch ein bisschen Heilung dabei. Okay. Sieht gut aus. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was wir so alles mitnehmen. So, mitnehmen tun wir auf jeden Fall. Wir sind an einem mittleren Dungeon unterwegs. Das heißt, wir nehmen 4 Schaufeln mit. Wir nehmen... Ich muss gerade überlegen, das ist 6. Nehmen wir 12 mit, oder? So, nehmen wir 12 mit. Als nächstes nehmen wir gegen Gift tun wir... Gegenstand wird für den Quest im... Dieser Gegenstand wird für eine Quest im dunkelsten Dungeon benötigt. Ja, ich bin noch gar nicht im dunkelsten Dungeon, du Blödmann. Na gut. So, ein heiliges Wasser. Nahrung. Nehmen wir auf jeden Fall 12 mit. Das ist einmal fürs Rasten brauchen wir 8. Das ist nochmal 4. Nochmal 8. So, nehmen wir es mit. Heilkräuter noch ein paar. Und wir nehmen 2 Schlüssel mit. So. Unser Ziel ist es natürlich als allererstes erstmal den Boss zu erledigen. Und danach dann das Dungeon zu erkunden. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ausgerüstet hatten wir sie ja jetzt, ne? Ich gucke nochmal eben ganz schnell durch. Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Okay, das sieht gut aus. Aufbrechen. My lofty position wasn't always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then, troublesome later. Okay, das ist die erste von 3 Geschichten der Sirene. I always wondered what became of the unfortunate little waif. Ich hoffe, ich habe genug Fackeln mitgenommen. Ach du Scheiße. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die Sirene entweder ganz hinten rechts ist, wenn wir ganz hinten rechts durchgehen, oder oben in der Sackgasse irgendwo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier oben bei uns irgendwo ist. Deswegen gehen wir erstmal hier nach rechts rum raus und schauen mal. Ja, es fängt gut an. Das fängt wirklich hervorragend an. Na gut, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit einer Vergiftung für die 2 da hinten. Er fängt mit... Ich muss gerade mal gucken. Schaden Fernkampf. Ich glaube, wir fangen hier mit Fernkampf an. Ja. Das lief doch schon mal ganz ordentlich. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir hier mal... Warte mal. Wir buffen ihn. So haben wir ihn soweit gebufft und dann können wir hier schon mal... Wow, 8 Schaden. Krass. Sehr geil. Schuss aus nächster Nähe ist natürlich scheiße. Schuss aus nächster Nähe ist kacke Arsch. Aber geht noch. Sehr schön. Du machst bitte einmal Gift drauf. Und du heilst bitte einmal unseren, der gerade den Schuss abgekriegt hat. Ja, okay, 5 ist hier nicht das meiste, aber immerhin besser wie nix. Bestrafung. Okay, er blutet. Das heißt, das Bluten machen wir erstmal weg. Wie viel Leben hat er noch? Noch 6. Er kriegt 4 plus 2 sind 6. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir machen... Ja, passen möchte ich ungern. Machen wir ihn. So. Ich würde nämlich ganz gerne nochmal heilen. Was ist denn das? 2 bis 3. Okay. Schade. Heilen ist nicht mehr gewesen, aber ist nicht so schlimm. Und wir wechseln die Position wieder. Bisher läuft es noch hervorragend.
Okay, bisher. Wir sind gerade mal im ersten Abschnitt des Ding hier angekommen. Für mich stellt sich jetzt gerade die Frage, sollen wir jetzt schon versuchen, alles anzugrabbeln, um Sachen mitzunehmen, oder lassen wir das erst noch? Ich glaube, das lassen wir erst noch. Das machen wir auf dem Rückweg. Wir wissen ja jetzt, was hier so rumliegt. Ich möchte erstmal den Boss finden. Okay, und da geht's auch schon los. Ja, geil. Da fängt's auch schon an. Was habe ich vorhin noch gesagt? Wir wurden bisher noch nicht überrascht, ne? So viel dazu. Wir wurden jetzt schon überrascht. Okay. Ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den Stressmenschen. Wow, geil. Das war ja mal richtig heftig. Zerfleischen ist okay. Kann ich mit leben. Du gibst uns bitte eine Gruppenheilung. 3 und 4 finde ich gut. Du hämmerst auf die drauf ein. Oh, schön. Schöner Crit dabei. Ja, das ist mir egal. Den kannst du beschützen, so viel du willst. Er ist vergiftet. So, was machen wir jetzt? Wir machen Gift auf ihn. Meereshieb-Scheiße, 9. Das musste ja sein. Gib mal eine große Heilung raus. 7, auch schön. Ach, ausgewichen, so eine Scheiße. Naja, ist egal. Machen wir es so. Oh, dass die ständig kritisch treffen müssen, die Schweineköppe, ey. Mann. Okay, dann kriegst du nochmal eine große Heilung. Wenigstens heile ich auch kritisch. Hat er sein Leben schon mal wieder. So, einmal da draufhämmern. Du entfernst bitte das Bluten. Sehr schön. Oh, schon wieder verfehlt. Sag mal, was ist denn los mit dir? Wieso ist die Präzision unten? Okay, einmal ihn heilen. Um 8. Finde ich gut. Du entfernst das Gift. Und du haust ihn um. Confidence surges as the enemy crumbles. Sehr, sehr schön. Also bisher läuft's. Bisher läuft's. Wir können hier auch mal ein bisschen erforschen, was wir hier so haben. Okay. Da sehen wir auf jeden Fall ordentlich was an Schätzen. Und da sind 2 Kämpfe hintereinander weg. Gut, wir gehen hier weiter. In der Richtung. Den Schatz lassen wir auch erstmal. Die lassen wir erstmal beide stehen. Wie gesagt, das machen wir alles auf dem Rückweg. Hier können wir noch rein. Den will ich jetzt auch eigentlich nicht angrabbeln. Scheiß drauf, den grabbeln wir einfach mal an. Ja gut, ist ein bisschen was an Gold. Fackeln machen wir gleich an, bevor wir beim Kampf sind. Jetzt zum Beispiel. 72. So. Das muss reichen. Dann kommt mal her. Okay. Wir haben sie auf jeden Fall überrascht. Das ist schon mal sehr gut. So, wir fangen an mit dem Schuss auf ihn. Sehr schön. Du fängst an mit Gift auf ihn. Du haust beide zu Klump oder auch nicht. Der Wille war da. Kann man auf jeden Fall sagen. Mach was so. Haben wir den nervigsten schon mal weg. Salzige Furche. Widersetzt, aber am Bluten. Schocker. Damit ist er betäubt und geschwächt. Noch ein Schocker. Ja, die schocken erstmal unsere Heiler weg. Das ist hervorragend. Oh, aber widersetzt, sehr schön. Gut.
So, du gibst bitte einmal eine Gruppenheilung raus. Sehr schön. Und du haust einen Zyklom. Wie viel Schaden kriegst du? Ah, zwei für zwei Runden ist okay. Kann man machen. Eine Tagebuchseite haben wir bekommen. Was ist denn das? Was steht denn da drin? Tagebuch des Darius, dem Wegelagerer. 4 von 6. 7. Tag. Wir hatten eine Keilerei mit ein paar unbändigen Flegeln. Reven nannte sie Kultisten. Sie kämpften wild, aber ungeschickt. Okay, ich weiß noch nicht so ganz, was diese Tagebuchseiten zu bedeuten haben. Eines der untergegangenen Expeditionen. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber ist mir egal. Wir gehen in den nächsten Raum. Licht haben wir noch genug. Okay. Schön, die sind überrascht. Das gefällt mir gut. Das heißt für uns, wir werden erstmal die zwei hinten wieder vergiften. Als nächstes wirst du... Ist beides ein bisschen mistig. Ja, habe ich mir beinahe gedacht. Na gut, nicht so wild. Wie viel Leben hat er noch? Noch 4. Das heißt, er stirbt auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Einfach auf den drauf rumhauen. Einer ist schon tot. Für wie viele Runden hält das? Noch 2 Runden. Alten Götter. Er beschützt sie. Das ist natürlich wieder nicht so schön. Jetzt hat sie noch 4, das heißt, sie stirbt in der nächsten Runde. Verfehlt ist immer gut. Das finde ich hervorragend. Das heißt für uns, wir werden jetzt erstmal da das Gift entfernen. Dann werden wir ihn heilen. Ausweichen, super. Und du hämmerst da wieder drauf rum. Sehr schön, wieder einer tot. Und du schießt sie kaputt, hoffe ich. Ach, scheiße, die wird ja geschützt von dem Kacke. Okay. Machen wir es so. Sehr schön. Sehr schön, auch wieder geheilt. So, und jetzt kriegst du das Bluten ab. Ich hoffe, der blutet auch. Jawohl, er blutet. Hat aber auch noch überlebt, der Sauhund. Und wir weichen wieder aus. Hervorragend. Die Gruppe läuft. Also kann man echt sagen, die Gruppe läuft richtig gut. Sehr schön. Verbände brauchen wir nicht. Okay, jetzt ist die Frage, wohin gehen wir? Nach oben oder erst rechts gucken? Ich würde schon fast sagen, lass uns mal erst auf der rechten Seite gucken, ob wir da irgendwas haben. Weil vielleicht ist ja versteckt der Boss. Ja, wir müssen essen. Sehr schön, machen wir. Gucken wir erstmal hier. Das Ding lasse ich mal noch. Fackel sollten wir benutzen. Ja, 70 ist gut. 70 ist hervorragend. Zack. Gut. Das hat uns jetzt nichts gebracht. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Und diesmal machen wir den Sack auch auf. Die Fackel benutzen wir sofort. Und wir gehen weiter. Wir sollten uns erstmal sammeln. Nein, solltet ihr nicht. Du Pfosten. So, wir gehen da jetzt nach oben weg. Lassen wir nur stehen. Ach du Scheiße. Okay. Schocker, natürlich. Jetzt schockt er den, wa? Natürlich ist er betäubt, du Arschloch. Okay, wir... Warte mal, Gifthauch ist er nicht immun gegen, das ist gut.
Als nächstes werden wir ihn nochmal so schocken. 4 Schaden, er hat noch 4 Leben, das ist ganz gut. Dann kriegt er einen auf die Mappe. Bluten tut er auch noch. So, erste ist schon mal tot. Gurgelnder Griff mit 9 Schaden. Du willst mich doch verarschen, Junge. Schocker. Gut, mach den mal weg. Sehr nett von dir. Du machst bitte den. Damit ich ihn heilen kann. Oh, 4 Heilung ist jetzt nicht so schön. 4 Heilung ist jetzt echt nicht so schön. Nochmal ein Schocker auf die hintere. Gut, dass der nicht viel Schaden macht. Okay. Dann kriegst du erstmal Gift drauf. Mit dir tausche ich mal kurz da die Position. Ich möchte erst heilen, bevor ich irgendwas anderes tue. Nochmal 4 ist auch nicht so schön. Aber wenigstens ist er jetzt fast wieder voll. Okay. Gifttauch drauf. Kriegt 8 Schaden, ist dann auf jeden Fall tot. Okay. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. So, ich würde sagen, wir schmeißen den Trank weg und nehmen uns das Zeugs. Weil das Vergiftungszeugs, das ist eigentlich für mich jetzt nicht ganz so wertvoll und wichtig. Wir können weiter zum nächsten Raum. Okay, 2 Schocker dabei. Er blutet. Und sie blutet. So, was tun wir? Mit ihm machen wir erstmal, denke ich mal, ihn weg. Sehr schön. Du schmeißt eine Giftbombe da hinten rein. Du hämmerst hier vorne den um. Okay. Gruppenheilung. Salzige Furche, den müssen wir auf jeden Fall gleich heilen. Na, ich glaube, Gruppenheilung reicht da noch. Machen wir es so. Wie lange hält denn das noch an? Eine Runde? Okay, das ist okay, da kann ich mit leben. Ich will den erstmal weghaben. Du haust bitte da mal eine Heilung raus. Der kriegt 8 Schaden, das ist okay. Da, verfehlt. Blöd, Mann. Der blutet schon wieder. Jetzt muss ich das Blut aber doch dann mal entfernen. Weil 4 Schaden jede Runde ist ein bisschen fies. So. Ich versuche ihn jetzt natürlich auch nochmal bluten zu lassen. Der verfehlt jedes Mal. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Gib ihm nochmal eine große Heilung, bitte. Und wieder bluten. Zehn Schaden. Okay. Für eine Runde, für zwei Runden, zwei. Machen wir ihm das einfach weg. Ah, jetzt haben wir getroffen. Okay. Gut. This expedition at least promises success.
So, ich würde sagen, was machen wir? Ich weiß nicht, wofür die Tagebuchseiten sind, wofür man die braucht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr es mir ja mal in die Kommentare schreiben, das wäre sehr nett. Den schmeißen wir weg. Dafür nehmen wir das. Und die Tagebuchseite schmeiße ich jetzt einfach weg, was soll's. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich sehen, wo der Boss ist. Da ist er nicht. Auf der rechten Seite ist der Boss. Okay, das heißt für uns, wir machen uns jetzt auf den Weg hier zum nächsten Raum. Werden dort dann rasten? Wollen wir da schon rasten? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube ja, dass wir da eine Rast machen im nächsten Raum. Nach dem Kampf. Und dass wir dann den einen letzten Kampf noch machen und den Boss dann angehen. Ich glaube, das hört sich nach einem Plan an. So machen wir es. Und hinterher erkunden wir den Rest des Labyrinths. So, das lasse ich wieder liegen. Wir müssen schon wieder essen. Das ist echt furchtbar. Okay, wir sollten aber auch noch mal zumindest eine Fackel anmachen, damit wir über 50% kommen. Okay, wieder so eine Gruppe. Ist wieder die salzige Furche, die ist mir wurscht. Und Schocker. Schocker ist mir nicht so wurscht. Schocker ist ein bisschen bescheiden. Wir vergiften auf jeden Fall die beiden hinten wieder. Jetzt war der Betäubte dran, jetzt kommt er dran. Ne? Ah, der braucht gleich eine große Heilung. Ah, das war keine große Heilung, aber nun gut, was willst du machen? Erstmal ihn weghämmern. Wieder eine salzige Furche. Mit dem Bluten, ne? Das geht mir ein bisschen auf den Sack. Die bringen aber auch alle zum Bluten hier. Okay. So, haben wir da schon zumindest schon mal einen von den Blutern weggehauen. Der wird beschützt, das heißt, es bringt mir nicht ganz so viel. Wir gucken mal eben kurz durch, was am meisten Schaden macht. 3 bis 5. Nehmen wir den. Du machst bitte einmal die Vergiftung auf ihn. Sehr schön, hat funktioniert. Wir sollten auf jeden Fall das Bluten gleich mal loswerden. Gruppenheilung. Wer hat denn das meiste Bluten? 2, 4 und 2. Das heißt, wir heilen dich mit den Vieren. Sehr schön. Dann können wir nämlich, der wird immer noch beschützt, dann können wir nämlich hier nochmal den versuchen zum Bluten zu bringen. Hat sich natürlich widersetzt, warum auch nicht. Er ist noch einmal dran mit seiner salzigen Furche. Dem müssen wir auf jeden Fall auch das Bluten entfernen. Und wir gehen nochmal auf Gruppenheilung. Sehr schön, eine kritische Heilung dabei gewesen, das gefällt mir sehr gut. Nochmal bluten. Tatsächlich nochmal bluten. Jetzt kriegt er 6. Ich hoffe, der ist jetzt nicht dran. Gut, er ist nicht dran. Kriegt er auch keine 6 Schaden. Das ist schon mal hervorragend. Seize this momentum. Push on to the task's end. Okay, was machen wir nun? Wir machen es nun wie folgt. Wir werden erstmal ihm was zu essen geben, damit wir noch einen Platz haben fürs Gold, weil Gold möchte ich immer ganz gerne haben. Ja, und dann würde ich sagen, schlagen wir hier unseren Rastplatz auf und schauen mal. Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. Ja, Stress verringern ist eigentlich ganz gut.
dann fressen wir das. Jetzt gucken wir mal, dass wir da irgendwie Stress selbst. Verlust von 20, alle Gefährten. Stress wird um 20 gelindert, Stress wird um 15 gelindert. Aber er hat dann halt wieder Schaden, ne? Vielleicht sollten wir auch erstmal hier die Glöckchen läuten. So. Damit ist unser nächtlicher Hinterhalt schon mal abgewendet. So, wie machen wir das jetzt mit dem Stress? Stress wird um 15 gelindert. Krankheit entfernen brauchen wir nicht. Gift und sowas entfernen brauchen wir auch nicht. Haben wir sonst noch irgendwas mit Stresslinderung? Das ist heilen. Wenn gläubig, Stressschaden weniger. Wenn nicht gläubig, okay, das können wir eigentlich machen. Kostet 3. Kostet 3, kostet 2. Ja, das sieht gut aus. Wobei wir würden uns dann auch wieder verletzen mit ihm. Aber ist das so wild? Es kommt ja eh noch ein Kampf, ne? Ja, es kommt vorher noch ein Kampf, da kann ich die Gruppe nochmal hochheilen. Okay, dann fangen wir einfach mal so an. Moment. Fangen wir damit an. Ach, das ist nur ein Gefährte? Okay, dann machen wir es so. So. Als nächstes hatte ich gesagt hier, ne? So. Jetzt hatte ich noch irgendwas, was ich machen wollte. Du wolltest noch was, ne? Nur selbst, Verlust und alle Gefährten. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Stressschaden sieht jetzt hervorragend aus. Und ich denke mal, ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssten, ist irgendwie Nahrung finden, ne? Ich glaube, Nahrung wäre gar nicht mal so verkehrt. Wir ruhen uns aus. Das könnte ein verdammt langer Part werden, aber was soll's? Dafür habe ich das Let's Play ja gemacht, damit auch mal die Parts etwas länger werden. Was heißt, das sind ja sowieso schon immer etwas längere Parts hier bei Darkest Dungeon. In Radiance may we find victory. Okay, so. Wir hätten vielleicht doch noch mehr Essen mitnehmen sollen. Müssen wir dann mal schauen. Wir gehen jetzt aber erstmal hier weiter zum nächsten Dungeon. Licht sieht wieder hervorragend aus, da brauchen wir nichts. Den machen wir auf dem Rückweg. Sehr schön. Okay, Sie sind überrascht. Das freut mich doch schon mal sehr. Was ich mache, ist auf jeden Fall erstmal... Oh Gott, hoffentlich treffen wir den. Bitte, lass ihn treffen. Natürlich trifft er nicht. Mann, ey. Haben wir den zumindest schon mal. Das Gift haben wir auch schon mal. Bitte triff ihn jetzt. Oh! War ja klar, dass vor dem Endboss noch so ein Kampf kommt, wo sie alle ausweichen. Ja, wenigstens stresst er uns nicht. Ich bin ja doof. Warum habe ich denn meinen Typen nicht geheilt? Das war jetzt nicht so schlau. Das war jetzt echt nicht so schlau. Jetzt ist er schon wieder dran, ey. Ja, den kannst du ruhig stressen, so viele willst. 4, er hat noch 3 Leben. Ist auch 4, ja. Wir brauchen eine Gruppenheilung. Wir brauchen eine Gruppenheilung. Ist okay. Da kann ich mit leben. Er hat noch 2 Leben, er hat noch 3 Leben. Die sind also beide tot. Das heißt, wir können hier nochmal ein bisschen heilen. Wir können sogar nochmal heilen. Und dann kann er den finalen Schlag setzen. Zack. Sehr schön. So, Schriftstücke hätten wir jetzt noch. Jetzt ist die Frage.
Bisher habe ich noch keine Schatztruhe gefunden, ne? Also keine Truhe, die wir so aufmachen, mit dem Schlüssel aufmachen müssen. Ich glaube, ich schmeiße jetzt einfach die Schlüssel weg. Sollte ich das machen? Ich weiß es nicht. Weil ich möchte die Schriftstücke auf jeden Fall haben. Da führt kein Weg dran vorbei. Schmeiße ich die Schlüssel weg? Oder schmeiße ich die Dinger weg? Wobei, davon haben wir hier 12. Ich schmeiße jetzt die Schlüssel weg. Scheiß drauf. Einfach Risiko. Und dann würde ich sagen, auf zum Boss. Da haben wir ihn. Okay, die hat schon sofort unseren Top-Damage-Dealer uns weggezogen. Ausweichen, willst du mich verarschen? Direkt die erste Attacke ist ein Ausweichen. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Wieso ist denn der schon wieder verletzt? Ich weiß nicht. Boah, wir treffen die ja so gut wie gar nicht. Kann das sein? Aber wenigstens kritischer Treffer. Das war schon mal super. Okay, er heilt sich. Das ist, finde ich, gut, dass du dich selber heilst. Die Frage ist halt nur, warte mal. Wir müssen mal eben gucken bei den Skills. Das funktioniert nur ganz so, wobei das funktioniert auch weiter vorne. Ich möchte die Gruppenheilung nutzen. Und wir werden gestresst. Okay, wir versuchen das ganze Spielchen jetzt nochmal mit dem Vergiften. Gifthauch, sehr schön, hat funktioniert. Noch 98. Boah, und die macht echt Scheiße. Heilen. Ah, schon wieder ausweichen, ey. Ja, du mich auch. Rache. Ja, das kannst du machen. Solange du nur Sachen machst, mit denen du dich buffst und uns nicht angreifst, ist alles gut. Siehst du? Habe ich doch gesagt. Okay, ich bin noch dran. Sehr schön, wir haben getroffen. Ah, oh, schon wieder ausweichen. Ey, die Truller, ne? Die weicht aus wie ein Miststück. Wir heilen wieder. Noch 89. Okay. Mit dir möchte ich die Position wechseln. Jetzt müssen wir sehen, dass wir Schaden auf die Boss-Troller draufkriegen. Sag mal, wie oft willst du denn noch angreifen? Sie heilt jetzt, wa? Richtspruch, okay. Okay, von mir aus auch das. Wieso ist sie eigentlich nicht wieder vergiftet? Mann, ey. Das Gift muss einfach aufrechterhalten sein auf der Truller. Was ein harter Kampf, muss man auf jeden Fall sagen. 62. Ja, wir müssen weiter Schaden verursachen. Widersetzen, na super. Laber mich nicht zu. Sehr, sehr geil. 18 Schaden, das ist hervorragend. Und wir kriegen die Trolle auf jeden Fall dahin, wo wir sie haben wollen. Puh, komm, Gift wieder. Hat getroffen, Gifthauch zählt. Super, 8 Schaden durch Gift. Lied des Verlangens, sie übernimmt wieder unsere Heilerin. Oh, widersetzt, sehr, sehr cool. Heil ihn. Und du machst bitte nochmal richtig Schaden, so wie gerade am besten. Nein, nicht, das war doch nicht wie gerade. Junge, hast du nicht aufgepasst, was du gerade verursacht hast? Oh Gott. Precision and power. Präzise und mächtig, das ist gut. 27 Leben hat die Sirene noch. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. So, wir nehmen wieder eine Gruppenheilung zu uns. Was macht er?
Bitte mach wieder deine Rache oder buff dich irgendwas. Aber tu mir nichts. Tatsächlich, er bufft sich selber. Das ist so geil. Das sind mir die Liebsten. Die nicht die Gruppe angreifen. Wir haben zwar wahrscheinlich dann nach dem Dungeon ziemlich viele Wahnsinnige, aber was soll's? Boah, ja, so viel zum Thema, wir haben Damage Dealer. Ernsthaft? Gott sei Dank, widersetzt. Gifthauch. Oh, sie hat sich auch widersetzt. Ja, mach eine Gruppenheilung. Schön. Zerstörerischer Druck. Boah, der Kampf, der dauert echt lange. Jawohl, wenigstens hat er mal getroffen. Und sie blutet sogar. Stirbt sie? Sie stirbt an ihren Klamotten. Das ist hervorragend. Jetzt kann ich eigentlich, wie viel Bluten haben wir da? Eine Runde noch, auch noch eine Runde. Ich hätte ganz gern mit ihm geheilt. Machen wir es so. Naja. Sie ist Matriarch, Bio-Queen of the Aphotic Depths. She has no place in the sane world. Okay, liebe Freunde, damit haben wir das auf jeden Fall soweit schon mal abgeschlossen. Der Boss ist down. Wir haben das Dungeon geschafft. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir es am besten machen. Weil ich möchte ja die Gegenstände auch noch so mitnehmen. Essen sollte ich vorerst behalten. Das ist wichtig, dass wir das Essen behalten. Gegen Scheusalf. Minus 100% verbrauchte Nahrung. Boah, ist das schwierig. Ist das schwierig hier. Will ich mit Gold mit Gold brauchen wir eigentlich nicht rausgehen, oder? Ich glaube, dann können wir es eigentlich so machen. Den weg. Und den weg. Nehmen wir die zwei. Nein, ich will auf jeden Fall noch im Dungeon bleiben, lieber Freund. Lieber Freund und Kupferstecher. Wir wollen im Dungeon bleiben. Aber euch will ich austauschen. So. Jetzt können wir nämlich hier die Sachen plündern. Fangen wir einfach mal damit an. Nehmen wir alles mit. 250 Gold hätten wir dann noch. Lassen wir liegen. Was soll's. So, dann haben wir da eine Falle. 110% ist gut. Machen wir. Sehr schön. Dann gucken wir mal, was wir hier haben für eine Kuriosität. Genau, das ist das. Machen wir auch auf mit der Schaufel diesmal. 100 Gold. Lass mal liegen. 100 Gold ist ja mal gar nichts. Gehen wir hier hin. Wieder eine Falle. Entschärfen. Und weitergehen. Scheiße, wir haben das Weihwasser weggeschmissen, ne? Wenn der da dran grabbelt. Okay, er hat aber noch eine zweite Chance, das anzugrabbeln. Bitte tu es nicht. Er tut es nicht, Gott sei Dank. Sehr, sehr schön. Was ich auch geil finde, ist, dass wir dadurch, dass wir jetzt den Boss getötet haben, haben wir jetzt alle Freiheiten, die wir haben wollen. Je nachdem, was wir noch so alles aus dem Dungeon rausziehen wollen, nehmen wir mit. So, den angrabbeln. 250 Gold. Warte mal, ich muss mal eben kurz gucken. Da ist Gegner haben wir eigentlich so gar nicht mehr, ne? Ist die Frage, will ich die Fackeln? Wir machen es einfach mal so. Tauschen den einfach mal aus. War eine gute Idee, dass wir das gemacht haben. Da haben wir jetzt das Weihwasser, okay. So, jetzt ist die Frage. Hatten wir noch irgendwo einen Fisch? Ja, ne? Das Steinchen hatten wir vorhin weggeschmissen. Lassen wir liegen. Lassen wir liegen, das Zeugs. Wir gehen weiter.
Wir haben hinten auf jeden Fall noch einen Kampf um einen Schatz. Haben wir überhaupt Schlüssel? Ne, die haben wir weggeschmissen, ne? Ja, das war ja wieder schlau. Weil Schätze sind doch für Schlüssels. Aber wenigstens werden wir jetzt die Schaufeln los. Okay. Das... Ach, scheiße. Wir können da gar nichts mehr mitnehmen, ey. Na, das hat jetzt Sinn gemacht. Das hat jetzt richtig Sinn gemacht. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir vielleicht von den Skill-Klamotten was wegtun sollen. Die Büsten brauchen wir, glaube ich, nicht. Davon haben wir noch ordentlich. Nehmen wir die. Das andere lassen wir liegen. Jetzt können wir alles mitnehmen. Gucken wir mal. 250. 250 ist okay. Jetzt gehen wir da rein. Holen wir uns da den Schatz. Ui. Das mitnehmen, das mitnehmen. Das mitnehmen. Jetzt haben wir wieder 8 Nahrung. Die Fackel können wir anzünden. Widerstand gegen Schwächeneffekte. Wir müssen mal eben kurz schauen. Da oben hätten wir noch was, was wir machen können. Wir haben keine Schaufel mehr. Wir hätten noch einmal die Heilkräuter. Und Nahrung hätten wir auch noch. Wie sieht's denn aus mit Fackeln? Ich glaube, wir machen uns jetzt Fackeln an und schmeißen die Fackeln dann weg. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Machen wir das, schmeißen wir die Fackeln weg, nehmen dafür das Ding. Die 500. Boah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Wobei das auch 500 sind. Wir lassen es liegen. So, das für uns heißt, dass wir gehen jetzt zurück. Und gehen hier nach oben weg. Jo, nehmen wir. Auf jeden Fall sehr saftig hier, dieses Dungeon. Ja, hätte ich es mir doch mitgenommen, wa? Das können wir noch eben mitnehmen. Das ist wirklich sehr saftig, das Dungeon. Das ist unglaublich. Um den Schatz könnten wir auch noch kämpfen. Das sind 500 wert. Je 500, okay. Das ist auch je 500. Schaufel will ich jetzt ungern noch behalten. Okay, lassen wir das. Lassen wir liegen. Haben wir nochmal 1000 Gold. Die lassen wir liegen. Da rein. Okay, dann würde ich sagen, machen wir den Raumkampf noch mit und beenden dann das Dungeon hier. Hier die Falle können wir nochmal entschärfen mit ihm. Ja. Sehr schön. Und gucken wir da noch rein. Sind wieder Erbstücke, sind wieder die Köpfe, die nehmen wir jetzt ausnahmsweise mal nicht mit. So, wie viel haben wir noch? 44 Licht. Ja, komm. Das kleine Risiko gehen wir ein. Ja, das ist okay. Kann man machen. Eieieiei. Der ist gerade doch ein bisschen nervig. Gruppenheilung bitte. Du vergiftest bitte hinten. Ich hoffe drauf, dass wir nicht noch wahnsinnig werden jetzt beim letzten Kampf. Wir müssen im Grunde eigentlich... Aua. Wir müssen im Grunde eigentlich nur den ganz hinten platt machen. Und drauf hoffen, dass sie nicht zu sehr kritten. 10. Ja, der ist tot, okay. Das sieht hervorragend aus.
Ausweichen und verfehlt. Ausweichen und verfehlt, das ist natürlich sensationell. Ja, den kannst du schützen, so viel du willst. Okay. Vergiften wir ihn? Devastating blow. Ah. Seefischen sehr schön, hat nicht geklappt. Meereshieb. 10 Schaden. Okay, er ist aber sowieso der letzte Kampf für uns. Von daher geht das noch. Ne, wir machen es wieder so. Und du heilst bitte nochmal ihn. Oh, 14 kritisch, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das Bluten ist mir auch relativ mumpe. Der hat noch 5, ne? Ja, komm, schießen wir dem in. Oder auch nicht. Mann, ey. Das wäre ja auch mal was gewesen, wenn... Nein, und der ist nicht mal mehr vergiftet, der ist Schweinepriester. Arschloch. Stirb. So, nicht mehr riskieren, dass noch irgendwer stirbt. Und dann hauen wir jetzt dem letzten auch noch die Scheiße aus dem Hals. Ah, komm, gib uns noch eine Gruppenheilung. Der kann jetzt eh nur noch Einzelziele angreifen. Du kriegst nochmal Gift. Und dann hauen wir jetzt zu Klump. Sehr schön. So. Was kriegen wir? Ein Schlüssel. Oh, geil. Wir kriegen Schlüssel. Moment, Moment, Moment. Wie mache ich das jetzt? Nahrung brauchen wir nicht mehr. Die schmeißen wir weg. So, nehmen wir uns dafür den Schlüssel. 600 Gold. 600 Gold, das sind 600 Gold. Das geht nicht. Das bringt uns alles 750, das heißt die 600 Gold brauchen wir auch nicht. Aber wir können den Schlüssel auf jeden Fall für die Truhe benutzen, was ich jetzt auch mache. Was haben wir hier noch? Eine Fackel, die können wir anzünden. 100 Gold, dann nehmen wir die lieber mit. Weil die auf die 100 Gold kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Ja gut, ich würde sagen, liebe Freunde... Wir gucken uns noch eben da das letzte Geheimnis an. Ich wollte gerade sagen, was mache ich denn, wenn die jetzt noch essen wollen? Dann werden sie wahnsinnig, oder? Oh Gott, bitte nicht. To fall for such a little thing. A bite of bread. Okay. Okay, keiner ist wahnsinnig geworden, das ist schon mal sehr, sehr gut, wir gehen raus. Das Teil kann ich eh nicht mehr benutzen, da habe ich keine Heilkräuter mehr für, raus hier. Und wir haben ordentlich was an Gold rausgeholt, davon können wir auf jeden Fall den Wahnsinn wieder entfernen, beziehungsweise den Stressschaden. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Den Gegenstand, der ist auch super, mit 20% Stressschaden weniger. Ist hervorragend, geil. 15.000 Gold rausgenommen. Unsere Heilerin ist jetzt zwar Level 3, aber nun gut. Und du hast nur Furcht vor Bestien, alle anderen sind so geblieben, wie sie sind. Oh, der ist auch Stufe 3, sehe ich gerade. Zurück zum Dorf. Hammer, Hammer, das lief so unglaublich gut, dieses Dungeon. A fitting end to my folly, and a curse upon us all. Okay, unser Harlekin ist auf der Suche nach einer heiligen Mission. Der kommt also nicht wieder, sensationell. Ach man, okay, wir sind jetzt bei Woche 17. 17 Wochen sind wir hier schon drin. Hat einen Tick wirksam behandeln lassen. Entfernter Tick, gottesfürchtig. Okay, das finde ich gut. 61.000 Gold, liebe Freunde. Meine Fresse, ist das geil. Wir werden jetzt erstmal unsere Leute hier wieder derüsten oder rückgängig machen, das ausrüsten. Nein, Moment. Du legst bitte deine Sachen ab. Mit dir kann ich im Moment eh nichts mehr anfangen, weil du Level 3 bist.
Dann gucken wir bei ihm eben. Der legt seine Sachen ab. Du legst deine Sachen ab. Und du legst deine Sachen ab. Und dann dürfen wir gleich uns jetzt erstmal um den ganzen Stressschaden kümmern, den die Leute hier verursacht haben. Beziehungsweise vorher gucken wir nochmal eben, ob wir noch hier irgendwelche Sachen haben, die wir verkaufen können. Genau, da wollte ich mal eben kurz gucken. Da ist nichts Doppeltes dabei. Den haben wir doppelt. Da können wir einen Teil schon mal verkaufen. Oh, was? 1125? Warum denn so viel? Okay, machen wir. Habe ich kein Problem mit. Und ansonsten, das Ding könnten wir noch verkaufen. Das ist nur 750. Ich habe keine Ahnung, was da der Unterschied war. Ach, Moment. Kann das an dem Rahmen liegen? Hier der Rahmen sieht etwas rostig aus und der Rahmen hier sieht dann tatsächlich wirklich am Rahmen. Der Rahmen ist nicht rostig. Daran liegt das also. 1500, 2000, 3000, 3100 sind die Dinger, okay. Gut, dann haben wir das soweit schon mal gemacht. 63.000 Gold, das ist sensationell, enorm. Und ich würde sagen, wir schicken euch dann erstmal ins Kloster. Will im Dorf nur trinken, ja, die können wir eigentlich wieder zum Trinken schicken. Schicken wir dich wieder zum Trinken. Zack. Auch wenn du Säufer bist, ist mir egal. Mit dir kann ich im Moment eh nichts anfangen. Nervös und erhöhte Chance beim Spielen Geld zu verlieren. Okay, sonst hätte ich ihn ins Bordell geschickt. Geht aber nicht. Da sitzt gerade der blöde Sack drin. Das heißt, du kommst dann... Soll ich dich zum Meditieren schicken? Wir schicken dich da zum Meditieren. So, was ist mit dir? Du kannst alles machen, ne? Dann kann ich dich eigentlich zum Spielen schicken. In die Spielhalle. Jupp. Dann ist das voll und dann müssen wir den letzten, müssen wir dann auf jeden Fall irgendwo anders hinschicken. Der hat den Waschzwang. Der mit dem Waschzwang, der kommt dann zum Gebet. Der darf beten. Sehr schön. Dann haben wir zumindest die, die jetzt recht richtig gestresst sind, haben wir dann schon mal wieder verarztet. Jetzt muss ich nochmal kurz da schauen. Wir haben eine neue Heilerin. Wie geil ist das? Ja, die nehme ich auf jeden Fall mit. Da führt kein Weg dran vorbei. Gut. Ja, und dann würde ich sagen, liebe Freunde, ist es das von diesem Part erstmal... Moment. Wir könnten hier schon mal die Verbesserung uns besorgen. Was wollen wir denn haben? Bessere Waffen oder bessere Rüstung? Ich glaube, wir fangen mit Rüstung an. In the end, every plan relies upon a strong arm and tempered steel. Sehr schön. Damit hat die Schmiede sich jetzt geändert vom Aussehen her? Ich glaube, so ein bisschen, ne? Die sieht jetzt heller aus wie vorher, glaube ich. Da leuchtet jetzt mehr Licht drin. Und hier brauchen wir noch die anderen Sachen, ne? Ja genau, hier brauchen wir die Gemälde, um da was zu verbessern. Sehr schön. Dann würde ich aber sagen, liebe Freunde, ist es das erstmal von diesem Part gewesen? Das nächste Mal werden wir uns dann... Ach, guck mal, das nächste Mal steht dann schon der nächste Boss an. Und da gibt es jetzt auch das Buch. Das ist natürlich geil. Dass wir das Buch noch ein zweites Mal bekommen. Das ist nämlich gar nicht mal so verkehrt. Da können wir sogar die neue Heilerin mitschicken. Die neue Heilerin mitschicken und dann gucken, was wir dann sonst für eine Gruppe nehmen. So, als Damage-Dealer die zwei vielleicht. Und vielleicht dann noch einen Hundemeister oder so. Wobei der Hundemeister, der hat mit seinen Knochen, ne? Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht doch kein Hundemeister oder so. Mended Arms oder so. Müssen wir mal gucken, den dann wahrscheinlich... Schauen wir mal. Das gucken wir uns aber dann im nächsten Part von The Darkest Dungeon an. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß mit diesem Part hattet wie ich. Wir sind jetzt eine gute Stunde dran. Also es ist eigentlich exakt eine Stunde, die wir in diesem Dungeon verbracht haben. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit dem nächsten Boss, dann schaltet doch einfach zur nächsten Folge wieder rein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.